Hier stehe ich vor der Krämerbrücke. Das ist eine Brücke, auf der Häuser stehen. Diese Brücke werde ich euch auch später vorstellen. Hier gehen wir gemeinsam über die Krämerbrücke in Erfurt. Die Brücke wurde im Jahr 1325 aus Stein erbaut. Links und rechts befinden sich viele kleine Geschäfte. Man kann auch unter die Brücke gehen. So, und jetzt befinde ich mich direkt unter der Brücke. Man kann nämlich nicht nur über die Brücke gehen, man kann auch unter der Brücke durchgehen. Unter der Brücke fließt ein Fluss. Er heißt Gera. Der Fluss ist sehr flach und viele Kinder spielen dort. In den Häusern auf der Brücke wohnen auch Menschen. Hier seht ihr die typischen Balkons mit vielen Blumen. Bei vielen Erfurtern ist die Krämerbrücke ein beliebter Treffpunkt. Aber auch viele Touristen kommen hierher. Jedes Jahr wird das Krämerbrückenfest gefeiert. Wie überall in Deutschland gibt es Enten im Fluss. Sie gehören niemandem, aber ihr dürft sie nicht mitnehmen. Manchmal sitze ich am Wasser und beobachte die Enten. So, meine Lieben, und hier könnt ihr die Brücke mal von der anderen Seite sehen. Das sieht doch auch ganz schön aus, oder? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr wollt, dann könnt ihr auch in meinen Kursen lernen. Tschüss!